Der Riese Samson ist eine biblische Heldenfigur und das Wahrzeichen des Salzburger Lungaus. Es ranken sich viele Mythen, Legenden und Vermutungen um ihn. Während er im Tal bei verschiedenen Veranstaltungen zu sehen ist, wird er seit ca. 60 Jahren immer am 15. August durch die Straßen vom Katschbeck getragen. Ein faszinierendes Schauspiel. Und die Tradition, die wird da natürlich gelebt, seit Jahrzehnten eigentlich schon. Ich glaube, so eine 6 Jahrzehnten ist der Samson mit der Musik und mit der Schützengarde jetzt herum am Katschberg. Bei blauem Himmel, Sonnenschein natürlich, dürfen wir uns präsentieren. Und da gefällt uns natürlich, wenn alle so flott mitwirken und flott mit dabei sind und zusammenarbeiten. Wir sind in der Mitte rein zwischen der Tauernregion und der Nockregion, wo wir genau auf der Grundgrenze sitzen zwischen Kärnten und Salzburg, wenn wir hinten auf die Dorfener sehen. Der Riese Samson wird auf den Schultern eines starken Junggesellen getragen, ist bis zu 8 Meter hoch und wiegt an die 85 Kilo. Und er tanzt Walzer. Kilo hat er und 4,50 Meter hoch ist er und ist der älteste Samson für alle miteinander. Also für die Lungauer Samsone, ja. Der älteste? Ja, ist der älteste, ist 262 Jahre alt und ist aber gleich geblieben, er ist nur restauriert worden und nie neu gemacht worden. Und nur die Träger haben sich gewechselt? Ja, genau, die sind ein bisschen jünger jetzt. Was wünscht dir der Samson-Träger? Ich? Ja, du? Was weiß ich, einmal was zum Trinken war gut. Okay, wir besorgen dir was, gell? Tschüss. Begleitet wird der Samson von der Schützengarde und der Bürgermusik St. Michael, zu deren Musik er Ehrentänze vorführt. Einheimische wie Gäste, Junge wie Junggebliebene, danken es ihm mit Applaus. Jetzt in der Zeit, da sind sicher, wie du es angesprochen hast, die verschiedenen Nationen werden sicher 10 verschiedene oder so. Und für die ist das was Einzigartiges, weil das ist ja nur traditionell in Lungau beheimatet und gehört seit 5 Jahren zum der Samson, zum UNESCO-Kulturerbe. Und darum ist halt ein Highlight für die Bürgermusik, wenn wir das ausmachen dürfen. Und aber jetzt natürlich doch beim Samson. Ja, selbstverständlich, das unbedingt muss man sich das anschauen. Deswegen habe ich auch den Fotoapparat mit und die ganze Ausrüstung, damit man das noch schön dokumentieren kann. Und mir gefällt, dass der Falke halt kommt. Da ist ein Mann steigt ins Kostüm wie beim Samson. Und wer zieht euch immer so schön an, erzählt? Die Mama richtet uns immer das Gewand her. Okay. Und ihr seid immer angezogen, gleich angezogen. Warum? Weil wir Zwillinge sind. Ah, okay. In den langen Haaren des Riesen sollen übermenschliche Kräfte liegen. Ob er bei dieser schönen Liebesgeschichte auch die Finger im Spiel hatte, konnten wir leider nicht ergründen. Dein Freund Otto hat mir erzählt, du warst viele Jahre am Katschberg zu Gast. Genau, vor 25 Jahren mit meinen Eltern, meinem Bruder immer gegenüber im Hotel gewesen und haben wir uns kennengelernt. Und dann war ich 10 Jahre nicht hier und vor 2 Jahren wieder hergekommen, haben wir uns wieder getroffen. Jetzt bleibt oder hält dich die Liebe am Katschberg? Genau so ist es. Was gibt es eigentlich Schöneres? Ja, nichts.